ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Star Stable. Ja, wir machen weiter mit der Schatzjagd. Der Wind und die Schatten der Ballons jagen über dieses Feld. Ich denke, es werden die Everwindfelder sein, denn ich glaube, es gibt keinen anderen Ort, wo derzeit Heißluftballons sind. Und ja. Der Countdown läuft übrigens. Wir haben Mittwoch und am Samstag ziehen die Babys ein. Und ich bin erst Level 13. Bis dahin wollte ich noch gerne Level 50 schaffen. Hab aber heute auch noch alle Rennen offen. Von daher, 14 müsste eigentlich drinnen sein. Da sind die Heißluftballons. Jetzt müssen wir nur noch gucken. Ich sehe nämlich noch nicht glitzern. Ich denke, es wird unter den Heißluftballons sein, oder? Oder, Leute, oder? Ja, da glitzert's schon. Juhu! Nichts Interessantes. Na, dafür, dass wir in den letzten Folgen immer fast beim First Try schon den Schatz gefunden haben, sind wir da ganz schön blöd dabei. Heute habe ich ja wieder ganz schön Bugs hier. Aber ich nehme mal ausnahmsweise über Tag auf und es leckt nicht so. Keine Ahnung, woran das jetzt auch immer liegt. Kann ich euch leider nicht beantworten. Aber wir sind ja schon mal zufrieden, dass es nicht leckt. Yay, wir haben den Schatz. So, dann reiten wir mal gerade schnell zurück. Ja, ich finde es schön, dass es mal ausnahmsweise nicht backt. Oh. Ist auch mal eine Abwechslung. So kann ich auch mal vielleicht eventuell wieder über Tage aufnehmen. Aber ich will den Fuchs eigentlich nicht herausfordern. Und möchte eigentlich auf die altbewährte Methode zurückgreifen, dass ich nachts aufnehme, wo es einfach nicht leckt. Denn wenn ich irgendwann wieder über Tage aufnehme und es leckt, heute ist halt eine Ausnahme, weil es mir gestern Abend einfach nicht gut ging. Und ich einfach ins Bett musste, aber ja. Ich nehme das jetzt hier übrigens um 11:30 auf am Tage. So, Felix, dann gucken wir mal. Oh, schon wieder eine Hose. Ey. Boah, du machst eine hässliche. Ja. Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat auch diese Folge wieder gefallen. Schaut euch die anderen Videos an. Lasst ein Like da oder auch sogar ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Uns würde das auf jeden Fall riesig freuen. Schaut bei unseren Streams vorbei und ja, viel Spaß. Tschüss.